Hallo, mein Lieben, herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Let's Play-Projekt. Ihr könnt es ja schon lesen. Es handelt sich um das Spiel Mortal Kombat. Und zu dem Spiel kann ich euch jetzt sagen: Es gibt zu Mortal Kombat, für die, die es eventuell nicht wissen sollten, gibt es natürlich mehrere Teile. Es ist so wie bei Street Fighter. Bei Street Fighter gibt es auch natürlich mehrere Teile. Bloß, ich werde nur diesen Teil Let's Playen für euch, weil, ich weiß nicht, das finde ich auch ein bisschen schade, dass damals die anderen Mortal Kombat Teile, die jetzt auch noch auf der SNES noch jetzt noch spielbar waren, dass die nicht in Deutschland rauskamen, weil halt ab Teil 2 die Teile, ja, sag ich mal so, ein bisschen brutaler waren als jetzt der erste Teil. Der erste Teil ist hier natürlich noch richtig harmlos. Und ab dem zweiten Teil, der spritzt halt Blut und da werden, glaube ich, auch Gliedmaßen entfernt und so weiter und so fort. Also das ist da schon ein bisschen makaber dargestellt beim zweiten Teil. Und ich habe mir überlegt, dass ich halt wirklich nur den ersten Teil für euch Let's Playen werde. Und es ist so wie bei Street Fighter, es ist ein Kampfspiel auf der Super Nintendo. Und ich werde das genauso gestalten wie bei Street Fighter 2, dass ich pro Kampf ein Part daraus mache. Und nein, David, falls du dir das anhören solltest, ich bin nicht aufrufgeil, oder wie du das gesagt hattest, bei Street Fighter 2. Das ist halt mein Schema, wie ich das halt gestalten möchte. Und ich möchte damit auch ein bisschen meine Playlist von Mortal Kombat ein bisschen füllen. Weil das sieht doof aus, wenn ich da, glaube ich, nur zwei Parts nur machen würde. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Bei mir müssen halt die Playlists zu meinen Let's Play-Projekten halt ein bisschen gefüllt werden. Und das ist halt meine Struktur. Und das muss man halt akzeptieren. Wenn man das nicht akzeptiert, ja, dann ist der jeweilige Zuschauer auf meinem Kanal falsch. So bin ich halt. Und jetzt geht's los zum Mortal Kombat, das Turnier. Genau. So, und jetzt zu den Charakteren. Wir haben hier einmal Johnny Cage, Kano, der Donnergott Raiden, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero. Ja, das sind beides Ninja-Kämpfer. Und ich glaube sogar, das sind Brüder, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das weiß ich jetzt nicht. Und die gute Sonya. Sonya halt. Ja, zu den einzelnen Charakteren brauche ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Falls ihr Mortal Kombat kennen solltet, dann kennt ihr ja auch logischerweise die Charaktere. Und ich habe mir halt überlegt, dass ich mit Scorpion das euch jetzt zeigen werde, weil Scorpion ist einfach mein Lieblingskämpfer. Und es wird jetzt gleich eine Liste erscheinen und ich werde gleich euch sagen, bis wohin ich die erste Aufnahme machen werde. Und dann schauen wir mal. Und dann werde ich morgen das große Finale schon aufnehmen zu Mortal Kombat. Genau. So habe ich es mir halt vorgenommen. Und ich werde bis, ja, wo ich halt gegen Scorpion selber, also gegen mich selbst, kämpfen muss, bis dahin werde ich die erste Aufnahme machen und werde morgen bei den Doppelkämpfen dann weitermachen. Und ja, ihr habt es gerade gesehen, es gibt hier auch Doppelkämpfe, wo ich gegen zwei Gegner kämpfen muss. Das wird herrlich. Und ich muss euch auch noch was sagen, und da bin ich auch ehrlich zu euch. Ich habe gestern Nachmittag, wo ich das große Finale von Super Ghouls and Ghosts aufgenommen hatte, nach der Aufnahme
Habe ich noch ein bisschen heimlich hier geübt mit der Steuerung und so, dass ich jetzt hier im Let's Play nicht so mega groß rumfehle. Und ich darf gegen Johnny Cage direkt beginnen. Okay, dann lasse ich mich mal überraschen, ob ich ihn noch besiegen kann. Also das Besondere an Scorpion ist, dass er auch aus seiner Hand so einen Enterhaken, rausholen kann. Und wenn er den Gegner trifft, habt ihr ja auch gerade gesehen, zieht er automatisch den Gegner an sich und dann mache ich zum Großteil immer so einen King-Haken-Move. So sieht es aus. Exzellent. Sowas hört man gerne. Also jetzt sind die Kämpfe noch relativ einfach, ne?